Guten Tag alle miteinander, hier ist wieder GBF Akademeister mit dem Let's Play von Technomage und ja, wir sind jetzt weiterhin unterhalb von nicht Schachtown, sondern hier, doch Schachtown, im Vulkan. Und da gibt es noch mehr von den nachwachsenden Spinnen. Sind das hier Löcher? Nee, aber anscheinend tobt hier ein wilder Kampf. So kann ich das nur interpretieren bei dem ganzen Gemetzel, was hier anscheinend passiert ist. Oh. Beim Ventil der großen Dampfmaschine. Dieser Lindwurm muss wirklich gigantisch groß sein. Ja, muss er wirklich, weil wir sehen hier nur einen Teil von ihm. Und da sehe ich einen Höllenhund rumrennen. Den ich ein bisschen schwächen kann schon mal. Ja, ich werfe mir mal einen Heiltrank ein. Aber ja, meine Güte ist das Ding riesig und er zieht sich auch ewig weiter. Eigentlich müsste ja irgendwann mal der Kopf oder das Schwanzende kommen, aber nee. Sowas finde ich immer unheimlich. Wieso? Ja, hier ist das Monster. Ne? Und es ist gigantisch. So groß. Das größte Monster bis jetzt. Und hier ist noch mehr von ihm. Sehr, sehr unangenehm, sich darüber Gedanken zu machen, wie groß das Vieh eigentlich ist. Sehen wir jetzt irgendwas von ihm? Ja, da ist er. Oh, da ist er ja schon. Der Lindwurm. Hat so schöne Ohren. Und hat uns einen Gang frei gemacht. Anscheinend, das Grüne ist, dann wohl sein Gift. Lindwürmer haben ja immer in vielen Fantasy-Geschichten immer Gift. Und ja, dieser Lindwurm tropft das anscheinend aus all seinen Poren. Huch, was war das denn? Etwas Lebendiges? Melvin, ja, es war etwas Lebendiges. Es war sehr lebendig. Es hatte einen riesen Kopf und, ja. Und es bewegte sich und es lebte und wir dürfen uns darauf freuen, uns mit diesem Ungetüm zu schlagen. Die Frage ist nur, wie komme ich jetzt hier weiter? Ich sehe keinen Poller. Aber vielleicht ist ja auf einer anderen Seite was frei geworden jetzt. Also da ist er lang gekommen. Man kann den Pfad ja sehen. Ah ja, okay, er hat sich verzogen. Na hier, den Gang hat er frei gemacht. Und da liegt der Schleim. Der grüne Giftschleim. So, und da ist unser Freund hier wieder. Ja, und jetzt ist der Lindwurm hier. Er schaltet uns hier Wege frei. Hey, ich habe dich gar nicht gesehen. Eigentlich ein Fall für die Rennschuhe. Oder für den Meteorhagel. Ja, und hier müssen wir einen anderen Weg finden. Blut mal wieder hier. Ist eine Tür eingetreten worden. Folge nun des Mondes Lauf und schreite ab die sieben Zeichen. Nimm eine Drehung dann in Kauf, bei Vollmond muss die Richtung weichen. Lauf entgegen neun Symbole. Brich den Zyklus nicht und die Türen öffnen sich. Aber erstmal gucke ich mir noch diese Truhe hier an. Formschön, mit großem Heiltrank. Ah, okay. Also kommt, was ist das? Halbmond, Neumond, Sichelmond. Noch mehr Monde, verschiedener Art. Ah, müssen wir hier drauf treten. Okay, was kommt zuerst? Ja, ich finde es schwer, die zu unterscheiden. Wobei das da unten ist wohl Vollmond und das hier ist Neumond. Ist das hier die richtige Reihenfolge? Vollmond und dann... Ah, okay. Okay, machen wir es doch mal so. Das, 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 so, und dann entgegen dem Uhrzeigersinn, oder war das im Uhrzeigersinn, neun Zeichen ablaufen? Ne, ist es wohl nicht, also. Dann was anderes. Dann fange ich hier an. So, und jetzt auch wirklich gegen den Uhrzeigersinn und nicht mit dem Uhrzeigersinn. Einfach so lange laufen, bis es passt. Ne.
Ist es auch nicht. Schreite ab die sieben Zeichen. Sieben Zeichen müssen wir ablaufen. Okay, also. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann eigentlich nur noch wieder andersrum. Ja, okay, das war's. Also eigentlich ganz simpel. Das war also die Lösung. Interessant, ja. Einfach ablaufen hier. Also hier angefangen und dann eben sieben Zeichen laufen und dann 9 in der entgegengesetzten Richtung. Wobei man die nicht zählen muss, weil in dem Moment, wo man 9 erreicht hat, passiert ja schon was. 87 XP haben wir. Wo ist mein Lindwurmbruder? Ich werde mich mit ihm verbünden. Oh, da könnte er durchkommen. Aha. Da habe ich schon wieder Angst. Okay, den Sprung haben wir geschafft. Hier hin. Aber hat uns das geholfen? Ah ja. Es hilft uns doch. Und hier ist er auch wohl rausgebrochen. Okay. Es passiert wieder was. Irgendetwas stimmt hier nicht. Ja, okay, wir haben den Endkampf gegen den Lindwurm. Nehme ich jetzt Blitz oder nehme ich hier Meteor? Ich glaube, ich bleibe bei Meteor. Und da ist er. Und er spuckt Feuer und da ist sein Kopf mit glühenden roten Augen. Und er spuckt Gift. Autsch. Ja, komm, spuck dein Zeug und dann verpasse ich dir eine. Oder noch eine. Autsch. Hey, du sollst da nicht spucken. Und er schießt sogar Laserstrahlen aus seinen Augen. Kann ich den eigentlich von hier aus erwischen? Ja, tatsächlich. Oh, das ist ja... Aber er trifft mich auch. Okay, wisst ihr was? Dann, großer Mana-Trank. Endlich mal wieder eingesetzt. Ich kann auch hier hinten stehen bleiben, glaube ich. Ja. Insofern ist der Kampf ja dann ziemlich einfach, wenn man ja einfach nur stehen bleiben kann und Zauber raushaut. Ja, tatsächlich. Das ist ja gar nicht mal so schwer. Ich will mich aber trotzdem ein bisschen umsehen hier. Autsch. Ich bin mit meiner Axt erschlagen. Und er zieht sich zurück. Er stirbt noch nicht mal, er zieht sich einfach zurück. Insofern kommt mir das jetzt nicht wie ein Sieg vor. Aber ganz ehrlich, so eine... Wow. So eine Bestie. Hey, das kann man auch zerstören. So eine Bestie einfach so zu töten, wäre ein bisschen unrealistisch. So ein Riesenvieh. Aus jedem Grund gibt es hier dann, anscheinend hätte das im Kampf dann auch passieren müssen. Dass ich, wenn ich hier zur Seite gehe, dass ich dann entsprechend hier von denen beschossen werde. Aber ich bin einfach hier in der Röhre geblieben. Und habe ihn einfach so aus der Ferne mit Zaubern erledigt. Verfolgen wir ihn? Oder finden das hier? Ein weiterer Zauber? Ich frage mich, wie viele mächtige Zauberer hier früher gelebt haben müssen, dass man heute noch Dinge von ihnen finden kann. Egal, nützlich wird der Zauber auf jeden Fall sein. Mal sehen. Gigantisch. Er entfesselt ein Erdbeben. Mit Steinschlag und allem drum und dran. Das ist besonders gut, wenn ich es mal wieder mit mehreren fiesen Kreaturen auf einen Schlag zu tun bekomme. Und so, dann haben wir, glaube ich, den letzten Zauber. Der Ring ist ja auch voll hier, der Auswahlring. Zitternde Erde und Steinschlag. Nicht genug Mana. Muss ich wohl erst regenerieren, aber ich bleib beim Meteoritenhagel. Denn der ist gut. Oh, was jetzt? Ich wollte ja noch gar nicht zurück. Da ist ja noch was. Hier ist nämlich noch ein Gang. Irgendwohin muss sich der Freund ja verzogen haben. Okay, hier sind mehrere Gegner. Es wird sich fast lohnen, dann mal ein Erdbeben einzusetzen, ne? Okay. Es hat Schaden gemacht. Meine Güte, sind die aggressiv hier. Und es gibt keine Nachwuchsstätten für die Spinnen. Ist auch interessant. Hier ist ein Stuhl umgekippt. Da saß wohl jemand drin und der ist dann blutig geschlagen worden.
umgekippte Regale. Ist aber auch nichts mehr drin. Kristalle sind erloschen. Und eine große Halle. Oh, da waren wir schon mal drin. Okay, das ist die andere Seite dann. Also gab es hier im Grunde nur noch ein paar Kämpfe. Oh, 99 Erfahrungspunkte. Wir sind bald auf dem neuesten Level. In einem neuen Level. Und ja, das Erdbeben ist ganz nett. Macht halt Schaden rund um uns herum. Aber ich bleibe beim Meteoritenhagel. Wie man gerade gesehen hat, bei dem Übergang auf der anderen Seite, von hier aus gesehen, ist eigentlich ein Raum, der, ja, das ist eigentlich so eine Halle. So eine leere. Aber wenn man weitergeht, ist es dann ein neues Level und dann ist es da weg. Oder nee, ist es immer noch da, alles klar. Okay, ich dachte, das wäre eine nette, witzige Sache eigentlich hier, wie sich die Umgebung spontan verändert. Okay, an den Trank kommen wir so nicht ran, der Sprung ist zu weit. Falls sie noch nicht genug Jump'n'Run-Einlagen hatten, hier sind noch mehr. Freuen sie sich. Freuen sie sich. Ne. Hüpf, hüpf. Oh, ja. Und gestorben. Ein Klassiker. Ja, es wird nicht unheikler. Was ist mit dieser Tür? Oh, da befindet sich eine riesige Karte von Gotos. Da müssen wir irgendwie reingelangen. Aber es gibt einen anderen Weg, die Tür zu öffnen. Da sind noch Spuren eines blauen Mana-Kristalls dran. Also, ja. Und diese Zeichen müsste man sich eigentlich aufschreiben. Weil das ist relevant für das Rätsel, was wir jetzt lösen müssen. Ich mach das mal. Das ist so ein L. Drei so Striche und so ein gedrehtes S. Und die gibt es hier überall zu finden. Gut, dass die Wände an der Stelle noch nicht kaputt sind. Und da ist so ein, ich glaube, das ist grüne, sieht aus wie ein Startpfeil, so, sie können jetzt losfahren, so nach dem Motto. wie bei einer Ampel. Da kommt so ein komisches Zeichen, naja. Und da kommt so ein Schwert. Okay, aber das scheint wohl der Start zu sein von der Sequenz, die wir dann uns merken müssen. Also diese Jump'n'Run-Einlage dürfen wir dann nochmal machen. Zum Glück ist sie nicht so heikel. Die Sprünge sind kurz. Und wenn das nicht nach Feuer aussieht... Upp. Melvin, aber wir können es nicht entzünden. Toll. Extra Feuerpfeile gekauft und... Jetzt kann ich es gar nicht nutzen hier. Was haben wir denn hier? Ah. Ich habe ein Stück von einem Mana-Kristall abgebrochen. Damit haben wir jetzt einen Splitter. Splitter des Mana-Kristalls. Ah, ich befürchte, das reicht noch nicht aus. Oh, da ist eine ganze Mini-Plattform. Kann man da drauf springen? Ich meine, es ist ein Versuch wert. Nein. Okay, ist nicht so schlimm. Weil dann komme ich jetzt schneller wieder zurück. Und kann eben hier mir noch ein bisschen mehr was aufzeichnen. Also, das umgedrehte S. Okay, das werde ich da ansetzen, wo ich bei der anderen Zeichnung das auch gemacht habe. Dann kommt so eine 7. Und dann kommt so ein... Ja, ist das ein Fragezeichen? Ich würde sagen, ja, so eine Art von Fragezeichen. Als wäre hier also an der Stelle dann der Anschluss von dem anderen. Wo das andere geendet hat, fängt dann das hier an. Und so geht das dann weiter. Das ist so quasi... die Überleitung. Ja, noch mehr Zeichen. Da ist noch was. Und hier ist auch noch was. Okay, hier ist dann wohl das Ende. Das rote. So, wir haben das Fragezeichen, hatten wir schon. Und dann kommen diese zwei Striche. Und dann ist das Ende da. Rot und grün. Okay. So, was fehlt mir dann noch? Mir fehlt da noch ein Schwert eigentlich. Ja, da ist unser Schwertzeichen. Dann kommt dieses... abgebrochene Haar und da kommt so ein langer Strich.
Aber wo schließt der dann wieder an? Zack. Ich muss noch mehr Beweise finden. Hier ist auf jeden Fall nochmal das umgedrehte S, aber das hatten wir schon. Ah ne, warte mal. Bin ich hier zurückgelaufen? Ich bin zurückgelaufen. Ach, Runen, so heißen die hier. Ja, okay, da steht's ja. Ich dachte schon, ich wäre hier auf dem richtigen Weg. Mein Orientierungssinn ist gerade ein bisschen durcheinander, glaube ich. So, hier muss ich ja lang. Eigentlich fehlt mir hier was. Das ist noch nicht korrekt. Ist da ein Poller auf der anderen Seite? Nein. Okay, dann springe ich hier mal rüber. Ja, und der Lindwurm ist weg. Er ist nicht tot, er ist einfach nur weg. Als würde er seine Wunden lecken. Na, dann kommen wir hier zum großen Kombitrank, was auch nett ist. Sehe ich noch mehr an den Wänden? Nö. Das würde ja auch angezeigt werden. Glaube ich, oder hoffe ich, auf der Karte. Wenn hier noch mehr zu finden wäre. Ja. In dieser tiefen Schwärze verbirgt er sich wahrscheinlich noch. Der Lindwurm. Ein hässliches Vieh. War das. Sehr, sehr gefährlich. Okay, also hier finde ich jetzt erstmal nichts weiter. Vielleicht finde ich ja in dem Raum selber noch ein paar Sachen. Noch habe ich nicht komplett alles für meine Experimente hier. Aber den Kristall haben wir schon mal, dann sollte sich die Tür ja öffnen. Oder die Türin, besser gesagt. Zack, auf sind sie. Mal gucken. Oh, Erfahrungspunkte? Okay, Stufenaufstieg. Intelligenz. Und, vielleicht mal wieder ein bisschen mehr unsere Konstitution. Ich meine, Mystik könnte ich weiter erhöhen, allerdings, finde ich, ich nehme immer ziemlich viel Schaden. Deshalb nehme ich jetzt Konstitution. Okay, die Tür öffnet sich so. Diese hier auch. Die sich auch. Oh, was haben wir denn hier? Hey, Arkan, da bist du ja. Bin ich jetzt hier durch, oder wie? Ich muss doch sicher noch was machen. Wo ist Teles? Du hast sie also auch nicht finden können. Ach, Arkan. Das heißt, Dagoma hat sie wahrscheinlich doch mit nach Helma Taros geschleppt. Wir müssen es einfach finden. Immerhin habe ich bei den Schach viel Interessantes in Erfahrung bringen können über Dampfmaschinen. Oder so. Ich bin jetzt auch davon überzeugt, dass Dagoma wirklich der Verräter von früher ist. Ach, jetzt erst. Der jetzt erneut die Macht an sich reißen will. Auch wenn ich nicht verstehe, wie er so lange überleben konnte. Du auch im Eis gefangen oder im Stasisfeld. Melvin, bin ich froh, dich wohlbehalten wiederzusehen. Wir waren ganz schön lange getrennt. Nein, etwas Konkretes habe ich leider nicht gefunden, aber ich habe während meiner Erkundungsflüge einige interessante Beobachtungen machen können. Die Halbinsel des Vulkans ist heute viel kleiner, als sie früher war. Ich glaube, sie ist nur noch ein Teilstück dessen, was ich in Erinnerung hatte. Der Vulkan muss irgendwann einmal ausgebrochen sein oder es muss ein großes Erdbeben gegeben haben, das war ich nicht. Bei dem sich ein Teil der Halbinsel abgespalten hat und nun irgendwo im Ort im Ozean nordöstlich von hier zu finden ist. Entdecken konnte ich sie bisher allerdings nicht. Ich habe dort nur die Wellen des Ozeans und dichte Wolkennebel erkennen können. Was willst du damit andeuten? Dass jemand Helma Taros weggezaubert hat? Das kann doch gar nicht sein. Denn du hattest immerhin recht, dass hier ein Teil von Helma Taros lag. Ich habe nämlich unterhalb von dem, was heute Schachtown ist, nicht nur einen fiesen Lindwurm, sondern auch jede Menge Old One-Räume gefunden. Sie dienten wohl vornehmlich sicherheitstechnischen Zwecken und wurden von Ratsmitgliedern und Militärführern genutzt. Meine Güte, Melvin, du kennst dich aus hier. Es gab gleich mehrere Bücher und Rätsel, die wohl früher als Schutzmechanismen der Old Ones gedient haben müssen. Vor allen Dingen irgend so ein dummes Schieberätsel. Und als Krönung des Ganzen habe ich noch einen weiteren Kristall der Ewigkeit gefunden, obwohl ich vorher überzeugt war, schon alle gefunden zu haben. Es
Er ist weiß und hat allem Anschein nach das Stasisfeld am Schildgenerator kontrolliert, in dem Dagoma eingeschlossen war. Irgendetwas am Schildgenerator muss kaputt gegangen sein, wodurch Dagoma sich befreien konnte. Nein, der Schildgenerator kann nicht kaputt gegangen sein. Es war die Krönung der Wissenschaft und Kunst der Old Ones. Das geht nie kaputt. Das ist unsinkbar, wie die Titanic. Die klügsten Köpfe und die besten Mechaniker haben ihn erschaffen. Er war perfekt und für die Ewigkeit erschaffen. Die Ewigkeit! Er müsste eigentlich immer noch funktionieren. Aber die Tatsache, dass die Kristalle der Ewigkeit auf ganz Gothos verteilt waren und Dagoma frei ist, sprechen dagegen. Ha, ich weiß jetzt, was passiert sein muss. Die Ewigkeit ist das Stichwort. Die Ewigkeit muss aufgehört haben zu laufen. Das ist ja keine Ewigkeit. Es gibt auf Helmataros eine Uhr der Ewigkeit, die mit dem Schildgenerator in Verbindung steht. Wenn die Uhr der Ewigkeit manipuliert und zu schlagen aufhören würde, dann würde alles, was die Old Ones hier auf Helmataros an magischen Maschinen geschaffen haben, stehen bleiben. Mir wird jetzt vieles klar. So muss es gewesen sein, ja. Noch ein Grund für uns, die Insel mit der Stadt des Lichtes schleunigst zu finden, sonst ist Gothos ohnehin dem Untergang geweiht. Das muss es sein. Du hast bestimmt recht. Das hört sich für mich alles sehr plausibel an. Wie gut, Arkan, dass ich dich als weisen Berater aus der Vergangenheit dabei habe. Ich habe nämlich in den unterirdischen Räumen auch etwas über eine Uhr der Ewigkeit in der Stadt des Lichtes erfahren. Ich wusste nur nichts damit anzufangen. Da hieß es, dass sollte die Ewigkeit je enden, die Stadt des Lichtes sich mit Tränen des Himmels verhüllen werde. Regen. Oder Nebel. Kann es nicht sein, dass die Nebel, die du gesehen hast, etwas damit zu tun haben? Natürlich. Helmataros versank in den Wolken, im Nebel. Da muss es irgendwo da drin noch einen Hinweis darauf geben, wo und wie diese Tränen des Himmels entstanden sind und wie sie zu überwinden sind. Hast du nichts dergleichen gesehen? Überleg doch! Du hast eine Weltkarte gesehen, auf der Wolkennebel eingezeichnet waren? Das muss es sein. Geh noch einmal zur Karte zurück. Schau sie dir genau an. Es muss bei den Nebeln einen Hinweis auf die Position von Helmataros geben. Vielleicht musst du noch etwas mit der Karte tun? Wir müssen einfach wissen, wo die Insel jetzt liegt. Ich warte hier auf dich. Viel Erfolg! Ja, und er schickt uns wieder zurück, denn wir sind hier nicht durch. Alles klar. Ja, habe ich mir schon gedacht. Ja. Hinter den Wolken. Was haben wir hier denn? Ein großes Gesicht. Ich bin der Wächter der großen Weltkarte von Gothos. Hey, das ist Atlaran, das also. Willst du Zugang zur Weltkarte erhalten, musst du die folgenden Fragen beantworten. Yay, jetzt kommen Fragen, toll. Können wir uns die Technik zunutze machen? Ja, im Grunde genommen gibt es jetzt einen Pool aus Fragen. Und je nachdem, wie wir antworten, schaffen wir es entweder gleich oder können das mehrmals versuchen. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, Technik zunutze machen, yo, können wir. Erinnert mich ein bisschen an Shadowgate 64, wo man auch mehrere Fragen aus einem Pool beantworten muss, die dann ein bisschen variieren, je nachdem, ob man welche Frage jetzt gewählt wird und nicht. Und da wir ja Technomage sind, würde ich sagen, können wir. Beherrschen wir die Magie? Ja, wir sind auch Mage, ja, klar. Sind wir göttliche Wesen? Nicht ganz. Bist du ein Gott? Nein. Wir machen es diesmal richtig, nicht so wie Ray. Sind wir unsterblich? Nö. Haben Tiere Gefühle? Ich denke ja. Sind Drachen unsere Diener? Kann man sehen, wie man will. Aber wahrscheinlich soll man eher sagen, nein, Drachen sind unsere Freunde. Das ist richtig? Du hast die Fragen richtig beantwortet und dich als wahrer Old One von hohem Rang bewiesen. Damit sei dir der Zugang zur Weltkarte von Gothos gewährt. Die Weltkarte ist ein Spiegel der Welt von Gothos, wie sie in diesem Augenblick aussieht. Da ist Gothos. Ein paar Blitze zucken. Sieht anders aus. Kann ich noch mit dir reden? Hast du noch mehr Fragen für mich? Nun finde Helmataros, die Stadt im Licht, auf der Karte. Okay. Ah, und wie wir hier sehen, haben all diese Pfeiler, alle die Symbole, die wir schon mal gesehen haben. Jetzt muss ich bloß noch die richtige Reihenfolge rausfinden.
um Helmataros zu finden. Ist das nicht Helmataros? Nee, das ist der Vulkan. Das da sieht verdächtig aus. Das sieht nach Nebel aus. Warum fliegen wir nicht einfach hier hin? Da werden wir sicher finden. Hat sich abgespalten von der anderen Insel und da macht es Sinn, dass sie sich irgendwo in der Nähe dann befindet. Ne? Okay, warte mal. Ich frage mich, dieser Strich, oder habe ich den vielleicht noch falsch abgezeichnet? Das wäre natürlich doof. Ich probiere es einfach mal. Also es fängt an mit, nicht mit dem Fragezeichen, sondern mit dem Ding, was so ähnlich aussieht. Das Ding da. Der. Dann kommen Komischzeichen. Das hier. Dann kommt das Schwert, wie ich es mal nenne. Schwert. Dann kommt das abgebrochene Haar. Und dann kommt dieser Strich. Eigentlich. So, und dann haben wir noch dieses L. Autsch, das war offensichtlich falsch. Na gut. Okay, dann deaktiviere ich das wieder. Ich glaube, ich habe jetzt habe ich alles komplett durcheinander gebracht. Vielleicht sollte ich erstmal versuchen, den Ausgangszustand wiederherzustellen. Ja, okay. Hey, Adlaran, kannst du mich nicht hier wieder resetten? Nun finde Helmataros, ja. Machst du alles aus? Nö. Ist das hier der Ausschalter? Ja, das ist der Ausschalter. Okay, also soweit waren wir dann schon mal richtig. Toll. Komische Zeichen. Schwert. Schwert. Schwert ist hier. Abgebrochenes Haar. Abgebrochenes Haar. So, und jetzt geht's drum. Ich meine, ich kann ja speichern. Ah, hier ist noch... Aha, alles klar, jetzt haben wir es. Genau auf der anderen Seite. So, und dann kommt nämlich das und dann kommt das... Ah, okay, alles klar, jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es. Das hat mir noch gefehlt. Zu meinem Glück. Der Strich und jetzt kommt dieses, dieser Pfeil, dieses größere Als-Zeichen. Mit dem Punkt da drin. Dann kommt das L. Dann kommt das Gleichheitszeichen. Oder dreifach Gleichheitszeichen. Dann kommt das umgedrehte S. Dann kommt die 7. 7 und dann kommt das Fragezeichen am Ende. Und fehlt bloß noch einer. Nämlich die Doppelstriche. Ja, schön. So geht's. Und, ja, was hatte ich gesagt? Es gibt nur eine Möglichkeit auf dieser Karte. Aber ohne die Info weiß Melvin es nicht. Oh, wir finden einen Sack. Suche zuerst auf Fluss einen Wassersack. Und da ist die Insel. Was sagt Adlaran dazu? Du hast die Stadt im Licht gefunden. Dein weiterer Weg soll dich nach Helmataros, der Stadt im Licht, führen. Gut. Sternenstaub. Ja, okay. Nehme ich auch mit. Wird sicher irgendeine Relevanz haben. Du sagst nichts mehr? Okay. Ist auch nicht nötig. Wir sind hier durch. Kann ich die nochmal anzünden oder anmachen? Na, das war ja einfach, ja. Es war relativ einfach, ja. Dank dem Start- und Endsymbol, rot und grün, geht das alles. Und ja, damit sind wir hier durch. Du hast die Insel auf der Karte auftauchen sehen und ein Säckchen Sternenstaub lag da auch dort.
Das ist es. Dann haben wir alles, um Helmataros aus den Nebeln auftauchen zu lassen. Aber vergiss nicht, Mel, dass Daguma auf keinen Fall die Kristalle in die Hände bekommen darf und schon gar nicht, solange er Tellis in seiner Gewalt hat. Sonst kann er unseren Vorteil zu seinem machen. Verstehst du? Nicht wirklich. Vielleicht sollte ich ihn einfach nur verprügeln. Natürlich verstehe ich das. Die Kristalle der Ewigkeit wird er nie bekommen, denn ich werde sie persönlich wieder in den Schildgenerator einsetzen. Das schwöre ich bei der Steamer-Ehre meines Vaters und der Liebe meiner Dreamer-Mutter. Aber genug der langen Absichtserklärung. Warum stehen wir eigentlich noch rum? Wir haben schließlich alles, was wir brauchen, um Gotos zu retten. Los, lass uns endlich aufbrechen, um die Ewigkeit wieder zu erwecken und Tellis zu retten. Komm schon. Drachenreiting. Weg vom Vulkan, hin zum anderen Vulkanableger. Schönes Wasser. Ah, da ist das. Sternenstaub. Das erweckt die Insel aus ihrem Stasis-Schlummer. Hey, Wespen. Hey, Feuerball. Jawohl. Oh nein, einer hat überlebt. Das waren wohl die Wächter. Lande hier, im Dschungel der Hulinen. Ist ein bisschen so, wie als wenn Lufa da mit dem Drachen da rausfliegt aus den Höhlen des Drarakels und dann eben hier im Dschungel der Hulinen landet. Oh, Melvin sieht anders aus. Sein Gesicht, es ist so männlich geworden.